Das Dragon Ball Super Spezial steht vor der Tür, aber wer hat denn aktuell die meisten KOs im Turnier der Kraft und wer ist überhaupt alle schon rausgeflogen? Dies und mehr erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Jo Leute, Hoffi hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Video. Heute geht es mal wieder um das Update, das zweiwöchige Update zum Turnier der Kraft. Das Turnier Dragon Ball Super, wo viele Leute rausfliegen können und auch viele Leute rausgeflogen sind. Wir werden wieder mal das Ganze durchgehen, wie es bei den Universen ausschaut und dann am Ende noch ein bisschen drüber sprechen, was dann in Zukunft passieren könnte. Und damit würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Universum. Ein sehr, sehr ruhiges Universum. Universum 2 hatte bis jetzt 3 Total KOs durch Rividian, G, Miso und auch Hamira in den letzten Folgen. Und jetzt haben wir es hier so, dass Gimiso, der Yadrat, rausgeflogen ist gegen Freezer, was sehr, sehr enttäuschend war, weil gerade der Yadrat einer derjenige war, der wirklich mit Magikaio einer der Charaktere war, für mich jedenfalls, der ein bisschen wichtiger war, der vielleicht ein bisschen mehr Screentime haben könnte. Und wir haben auch gesehen, dass Gimiso gesagt hat zu Son Gohan, dass er großes Potenzial hat und eventuell nicht trainieren möchte, sondern ihm was beibringen möchte mit die momentane Teleportation. Deswegen haben wir hier auf jeden Fall einen kleinen Baustein bekommen für einen zukünftigen Plot, der sich noch entwickeln könnte. Aber wie gesagt, Gimiso war jetzt ein bisschen weniger interessant, als ich gedacht habe. Vielleicht werden die Schreiber oder auch Toriyama später nochmal auf ihn eingehen, aber Stand jetzt haben wir es so, dass Universum 2 den Kämpfer verloren hat und damit nur noch 5 verbleibende Kämpfer hat, von denen 2 noch komplett unberührt sind, nämlich Cyrulean und Sabuto wurden noch gar nicht thematisiert, deswegen denke ich mal, wird das vielleicht in den nächsten Wochen dazu kommen oder sie werden einfach rausfliegen, ohne wichtige Rollen einzunehmen. Dann zu Universum 3. Universum 3 hat bis jetzt 0 KOs, aber Universum 3 hat einen meiner absoluten Lieblinge und zwar Magikaio. Ernsthaft jetzt, er war wirklich ein Charakter, der sehr, sehr stark aufgetrumpft ist in den letzten Folgen. Er hat wirklich für ordentlich Furore gesorgt, aber er konnte leider keinen KO mitholen und ist leider rausgeflogen gegen Jiren. Durch ihn konnten wir erstmal wirklich ein bisschen mehr erhaschen zu Jiren, seiner Stärke, und auch der Kaioshin merkte ganz, ganz klar an, dass es ein Mysterium gibt um die Stärke von Jiren herum, und dieses Mysterium wollte sie lösen in dieser Folge. Dazu kam es leider nicht, aber auf jeden Fall auch hier einen weiteren Baustein für den weiteren Plot an dieser Stelle durch Magikaio und einfach auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Charakter. Wie gesagt, Universum 3 habe ich oft drüber gesprochen. Sie werden sich wahrscheinlich bald wirklich einklinken. Und der eine Roboter hat auch gekämpft. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Es war dieser kleine Grüne. Der hat auch auf jeden Fall gekämpft in dieser Folge. Aber auch nichts Spektakuläres an dieser Stelle. Deswegen, Universum 3 wird vorbereitet. Aber Stand jetzt haben wir leider noch nicht mehr Infos zu ihnen. So, Universum 4. Ebenfalls nichts Neues. Da haben wir noch Mona und Shanza da. Und die beiden Brüder Gamisarasu und Damon, die bis jetzt im Verborgenen liegen. Ja, Universum 4 hat auch 10 Kämpfer. Die beiden Kämpfer sind im Verborgenen. Das wurde uns schon längst bestätigt. Damon ist ja auch im Opening. Und Gamisarasu haben wir noch gar nicht gesehen. Ich denke, die beiden werden, wie ich auch schon mal erwähnt habe, für einen späteren Plot aufgehoben. Wie spät das sein wird, ist nochmal hier die Frage, aber ich denke, die können im Special auftauchen. Wenn sie nicht im Special auftauchen, dann wird es wahrscheinlich noch so ein paar Folgen dauern, bis sie dann wirklich in Aktion treten werden. Gerade im Special kann es auch sein, dass sehr, sehr viele Leute rausfliegen, weil da sehr, sehr viel Zeit ist. Ich meine, das sind 2 Folgen und ich mache ja dieses Format immer nach einem 2-Wochen Zyklus, deswegen könnte das auf jeden Fall dazu kommen, dass da auch welche rausfliegen werden, außer Jiren und Goku wahrscheinlich, weil der Kampf wird sich wahrscheinlich noch weiter verschieben, aber dazu kommen wir, wie gesagt, auch nochmal gleich. So, Universum 6 war auch diese Woche nicht so aktiv. Kalifla und Kale ruhen sich immer noch aus. Also ich denke, auch die werden bald wirklich in Tat schreiten. Vielleicht sogar im Special. Vielleicht können sie sogar wirklich im Special dazukommen. Kaba hat, wie gesagt, nur noch auf die Fresse bekommen. Also Kaba, ja, der tut sich momentan ein bisschen schwer. Hit ist wieder auch im Verborgenen. Der wird ja auch vorbereitet für seinen großen Moment, wie ich glaube. Und Magetta. Magetta ist rausgeflogen in der Folge gegen Vegeta. Und Frost ist der Einzige, der aktiv war. Aber auch Frost konnte leider keinen KO holen und ist dann rausgeflogen durch Freezer. Und dann kommen wir auch zu Universum 7. Und in Universum 7 ist natürlich Muten Roshi rausgeflogen und Vegeta. Vegeta, Vegeta, Vegeta. Er macht weiter. Er hat Magetta rausgehauen. Damit hat Vegeta nun 9 KOs. Er hat 9 KOs. Und auch hier nochmal an dieser Stelle für die Leute, die mich zum ersten Mal bei diesem Format sehen. Ich habe für jeden Kämpfer die KOs aufgeschrieben und dann unten nächstes Mal das Total KO vom ganzen Universum. Das Ding ist, wenn ihr alle Zahlen zusammenrechnet von den Kämpfern, kommt ihr nicht auf den Total KO-Wert. Denn es ist so, dass ich zum Beispiel das Ausschalten vom Trio the Danger, da haben ja Goku und Vegeta zusammen 3 Wölfe, sage ich mal, rausgeschmissen. Und da habe ich für Goku 3 KOs dazugepackt und für Vegeta 3 KOs. Das heißt, wenn ihr alle KOs zusammenrechnet, kommt ihr nicht auf den Total KO. Denn der Total KO bezieht sich nur darauf, wie viele Kämpfer an sich rausgehauen worden sind. Deswegen ist der Total KO niedriger. Aber der ist auf jeden Fall hoch, weil es auch dazu kam, dass Freezer, Frost und Gimiso rausgehauen hat, also 2 KOs dazu bekommen hat. Wir haben ebenfalls den Golden Freezer bekommen. Und Universum 7 hat nun 32 KOs gemacht. Und das sind mehr KOs, als noch Kämpfer im Ring sind. Denn aktuell sind nur noch 31 Kämpfer im Ring. Das heißt, Universum 7 hat einfach mehr rausgehauen
rausgeschmissen, als noch da sind. Das heißt natürlich nicht vieles, aber ist auf jeden Fall hier sehr, sehr interessant. Und ja, wie gesagt, Freezer ist auf einer Zeitbasis hier durch Oronai Baba. Das heißt, er wird nicht für immer halten. Und wir haben gesehen, dass er den True Golden Freezer angewandt hat. Und wir wissen ja durch die Folgen mit Freezer und Goku, dass seine goldene Form nicht mehr so viel Ausdauer zieht. Aber ich denke trotzdem, dass es auf jeden Fall mit reinspielt und dass er diese Form hier verwendet hat, wird sich auf jeden Fall nochmal auswirken auf den zukünftigen Verlauf von Freezers Laufbahn im Turnier der Kraft. Deswegen mal sehen, wie das dann mit ihm weitergehen wird. Es wird natürlich viel Kraft gezogen haben, aber auf jeden Fall etwas. Dann kommen wir zu Universum 11. Universum 11, wir hatten einen Kampf zwischen Toppo und Kaba, wo Toppo ihn einfach komplett brachial weggehauen hat. Dispo, ja, seine Leistung war so, naja, muss man sagen, bis jetzt. Und Jiren one-shotted Magikaio und Jiren hat seinen ersten KO damit auch geholt. Er ist nun endlich da und jetzt kommen wir endlich zum Special, wo Jiren dann gegen die große Genki-Dama treffen wird. Auf jeden Fall, ich habe das Ganze nochmal für euch zusammengefasst, also ich habe nochmal alles aufgeschrieben, jeden KO, alles nochmal aufgelistet hier. Deswegen würde ich mich an dieser Stelle auch auf jeden Fall für einen Daumen nach oben dafür freuen. Auf jeden Fall haben wir hier die 12 Folgen, die 12 aktiven Folgen im Turnier der Kraft, die wir bis jetzt hatten und dort sehen wir, dass 49 Kämpfer raus sind und 31 noch verbleiben. Im Durchschnitt ist es so, dass 4 Leute pro Folge rausfliegen, aber das liegt natürlich daran, dass zum Beispiel in der Folge 98 das ganze Universum 9 ausgelöscht worden ist. Deswegen ist es eher so, dass wir wirklich sagen können, pro Folge werden ungefähr so 3 Kämpfer rausgeschmissen und wir sehen ja, desto mehr Leute rausfliegen, desto weniger fliegen natürlich raus, weil die Anzahl einfach kleiner wird und hier sehen wir natürlich, dass die Kämpfe zurückgehen. Deswegen wird sich das Ganze noch entwickeln. Auf jeden Fall 3 Kämpfer, so Pi mal Daumen pro Kampf oder pro Folge eher gesagt. Da kommen wir zu Goku gegen Jiren. Das große Special wird sich dann in 2 Wochen am 8. Oktober ereignen und wir natürlich noch den Namekianer-Plot zwischen Piccolo und den Namekianern, falls da was zustande kommen sollte, was natürlich eigentlich sehr realistisch ist. Wir haben den Hit-Plot, wir haben den Vegeta-Plot, wir haben den Gohan-Plot und wir haben den Freezer-Plot. Alle diese Charaktere müssen noch ein bisschen mehr thematisiert werden. Deswegen, wie ich oft erwähnt habe, das Special von Dragon Ball Super, die Folge 109 und Folge 110 im Doppelpack am 8. Oktober wird ein Special sein, wo das Highlight des Turnier der Kraft kommen wird, aber das wird noch nicht das Ende des Turnier der Kraft sein. Wir sehen, dass Jiren es mit der Genki-Dama zu tun bekommt und diese Genki-Dama wird Jiren nicht besiegen. Jiren sieht sehr, sehr ernst aus. Er sieht nicht so aus, als würde er Angst haben. Und wir sehen ja auch, dass die Genki-Dama, wie gesagt, schon groß ist, aber nicht so bombastisch ist, wie wir sie kennen. Deswegen wird da nicht allzu viel Energie drin sein. Und ich denke auch hier nicht, dass die Energie von Zeno in der Genki-Dama vorhanden sein wird. Was interessant wäre, wenn Jiren es schaffen sollte, die Genki-Dama, also die reine Energie von der Genki-Dama, umzupolen und zurückzuschmeißen. Und vielleicht könnte Goku seine eigene Waffe abbekommen, wäre auf jeden Fall hier sehr, sehr interessant. Und so könnte Goku verschiedenes Ki abbekommen, wo die neue Form kommen könnte. Denn wir wissen, dass Son Goku, Spoiler Alert an dieser Stelle, mehr oder weniger am Boden liegen wird und dann wird ein neues Ki in seinen Körper freigesetzt oder sein Ki bekommt es mit einem anderen Ki zu tun. Deswegen könnte das die neue Form wirklich herleiten, dass Son Goku entweder von Jiren diese Kraft abbekommt, weil Jiren scheint jemand zu sein, der God-Ki, wenn er es denn hat, was auf jeden Fall sehr realistisch wäre, gut drauf zu haben scheint. Und wir haben ebenfalls hier die Sache mit der Genki-Dama, aber mal gucken. Ich denke, die Genki-Dama soll nur beschreiben, wie stark Jiren ist, dass er die einfach abwehrt. Ich denke, Jiren wird diesen Kampf gegen die Genki-Dama einwilligen und dann gegen sie kämpfen, quasi sie aufhalten, wenn man möchte. Ist alles auf jeden Fall nochmal sehr, sehr interessant mit Dragon Ball Super. Bei der Genki-Dama gab es mehr oder weniger vorher ein paar, in Anführungszeichen, Regeln, wann sie funktioniert und wann sie nicht funktioniert, aber ich glaube, Dragon Ball Super wird das Ganze ein bisschen verändern oder so machen, dass es für die Story passt. Deswegen möchte ich hier nicht so viel eingehen. Was das angeht, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was dann in den nächsten Wochen passieren wird. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Spezial. Damit bin ich raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was denkt ihr über den Kampf, der bald kommen wird und über die ganzen Leute, die rausgeflogen sind. Und was denkt ihr? Was ist eure Prediction für die Folge 109 und Folge 110? Wie viele Leute werden rausfliegen und was denkt ihr, wer wird rausfliegen? Ich bin damit raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein.